Das Pico-Expert-Modell, die Elektrolok der Baureihe 147, die Schwester der Baureihe 187, kommt als Neukonstruktion in den Fachhandel und ist das neue Zugpferd im Personenverkehr der DB Regio. Die Trax-Lokomotiven von Bombardier gehören zu einer der erfolgreichsten Typenfamilie in Europa. Bisher wurden 20 Loks Trax P160A C3 als Baureihe 147 für die DB Regio abgerufen. Seit Januar 2017 stehen Loks der Baureihe 147 mit BN- und Doppelstockwagen im Einsatz. Weitere Maschinen sollen vor IC- und IC2-Zügen eingesetzt werden und sind deshalb im weiß-roten Design von DB Fernverkehr lackiert und als Baureihe 147.5 bezeichnet. Besonders auffällig ist der markante Zugzielanzeiger im Frontbereich bei der Personenzugvariante. Das Pico-Modell der Baureihe 147 von DB Regio entspricht exakt seinem gewählten Vorbild und gibt hierbei alle relevanten Details des Originals präzise wieder. Das Epoche 6 Modell trägt die Loknummer 147019. Das Pico Expert Modell der Baureihe 147 kommt in DC- und AC-Ausführung. Die Dachausrüstung ist originalgetreu nachgebildet. Besonders gefallen dabei die vorbildgerechte Nachbildung der Pantographen, die filigranen Dachisolatoren und die elektrischen Zuleitungen in vorbildlicher Materialstärke. Die Pico Baureihe 147 zeichnet sich durch ihre Genauigkeit bei der Umsetzung von Details wie den Fenstern, Pufferbohlen und Steckdosen sowie den scharf gravierten Drehgestellen aus. Teilweise extra angesetzte, freistehende Front- und Griffstangen runden den perfekten Gesamteindruck dieser E-Lok ab. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Beide Drehgestelle haben auf je einer Achse diagonal angeordnete Haftreifen, die zur Erhöhung der Zugkraft beitragen. Das Modell der Baureihe 147 ist mit einer digitalen Schnittstelle PLUX 22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden Pico-Decoder abrufbar. Die Soundnachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sounddecoder problemlos möglich. Die AC-Variante ist ab Werk mit einem neuen MFX-fähigen Pico Smart Decoder 4.1 ausgerüstet. Folgende digitale Funktionen sind abrufbar. F0, Licht an, aus. F1 und F2, Schlusslicht für Führerstand 1 oder 2. F3 und F4, Kabinenbeleuchtung für Führerstand 1 oder 2. F5 und F6, Zugzielanzeige für Führerstand 1 oder 2. Das Modell der Baureihe 147 hat einen Zinkdruckgussrahmen und zeichnet sich durch einen leisen und sauberen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften verdankt die Lok dem kraftvollen Motor mit Schwungmasse, der für ein vorbildgerechtes Ausrollen des Modells sorgt.
mit der feinen, originalgetreuen Nachbildung der Baureihe 147 zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis unterstreicht Piku auch mit dieser Neukonstruktion seinen Anspruch, technisch ausgereifte Modelle mit hohem Spielwert anbieten zu können. Die zahlreichen Funktionen wie die digital schaltbare Beleuchtung und der Zugzielanzeiger sorgen für ein optisches und technisches Highlight auf jeder Anlage. Die Piku-Lok kann ideal mit Piku-Doppelstock-Personenwagen der DB Regio eingesetzt werden und ist sowohl für Gleich- als auch Wechselstrombahner angesichts des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses sehr interessant.